Und los geht's mit dem letzten Spiel des zweiten Spieltages im Damenbewerb. Die Schwarzen sind die Mädchen aus Haiti gegen Kolumbien. Kolumbien in den weißen Trikots von links nach rechts. Gegen das Team aus Haiti, das zum ersten Mal beim Homeless World Cup, beim Women's Cup dabei ist. In the red and white and Team India, one of the big favorites of the tournament. Dieser Bewerb wird ja zum zweiten Mal durchgeführt, das erste Mal 2008 in Melbourne. Und jetzt schon eine erste große Chance für Kolumbien. Doch knapp übers Tor. Jetzt ist wieder Haiti am Ball. Good shot, good save, gerade noch. Und 1:0. 1:0, das Tor zählt, 1:0 für Haiti. Haiti hat ja beide Spiele bisher gewonnen. Das erste gegen Holland mit 10:3, ganz deutlich. Das zweite haben sie leider nicht gewonnen, es war eine Falschmeldung jetzt, gegen Norwegen, dann doch knapp mit 7:9 verloren. Also das dritte Spiel für Haiti. Kolumbien hingegen hat zwei Spiele gehabt und beide gewonnen. 3:2 gegen Argentinien und 5:2 gegen die Damen aus den USA. Homeless World Cup 2010 in Rio. Brought to a close on the second day. On the beautiful backdrop of the Portugal. 2:0 für Haiti. Das Sportprojekt in Kolumbien, in Bogotá ist ein schon sehr gut aufgesetztes Projekt, das wirklich mit den Kids aus den Favelas arbeitet. Haiti wurde erst vor kurzem gebildet, das ist auch eine Maßnahme, das Projekt in Haiti im Zusammenhang mit der Erdbebenwiederaufbauhilfe. Es steht 2:0 für Haiti. Die Spiele auch im Damenbewerb sind in hervorragender Qualität. Es wird wirklich sehr guter Fußball gespielt. Eckball eingerollt für Kolumbien. Good save. Strong on the ball. Good teamwork. Great shot. Absolutely fantastic save from the Indian keeper. Der Schiedsrichter im modischen Pink gekleidet. Ganz korrekt. India und Penalty für Kolumbien. Jetzt können sie herankommen. Aber es ist nicht leicht. Penalty-Situationen sind oft sehr, sehr schwer und auch dieser Penalty wurde vergeben. Das heißt, der Ball ist jetzt bei der Torhüterin von Haiti, die ihn jetzt herausspielen kann. Auch hier gilt natürlich die Regel, dass mit drei Spielern angegriffen werden darf, aber nur mit zwei verteidigt. Das heißt, auch hier haben jene Teams Vorteile, die natürlich physisch stark sind. Und das ganze Spiel über die 2x7 Minuten hin und her laufen, vor- und zurücklaufen können. Einwurf für Kolumbien. Bisher sehr stark im Damenbewerb die Mexikanerinnen, die alle Spiele gewonnen haben, aber auch Norwegen, USA. Haben wirklich brillante Spiele schon geleistet. Colombia noch in dieser Gruppe neben Haiti und Kolumbien sind Argentinien, Holland, Norwegen und USA. Es ist also eine Sechsergruppe, aus der steigen drei Teams in den oberen Zweig auf. Insgesamt sind 12 Teams beim Women's Cup hier dabei in Rio de Janeiro, beim 8. Homeless World Cup. Weiterhin 2:0. Haiti in front. Gewaltschuss aus der Verteidigung von der Spielerin aus Kolumbien. Haiti 2, Colombia 0.
Gute Technik der Spielerin aus Kolumbien. Freistoß für Kolumbien muss es sein. Es waren drei Spielerinnen von Haiti in der Verteidigungshälfte. Das heißt Penalty für Kolumbien. Oder ein Freistoß für Kolumbien. Gute Technik. What a power in the shots from the number 29. Werden die Kolumbianerinnen das erste Mal verlieren oder gelingt ihnen noch ins Spiel zurückzukommen? Es geht noch 2-3 Minuten in dieser ersten Halbzeit und dann noch einmal 7 Minuten. Sie haben also noch Zeit genug. Ja, und das ist jetzt der Anschlusstreffer. 2 zu 1. Die Kolumbianerinnen verkürzen. Paraguay up 4 goals to 0. On the other field, Colombia has scored to Haiti 2, Colombia 1. If you're interested to see some excellent football skills, the Canadian guys from Mad Skills. Eckball für Kolumbien, die jetzt wirklich das Spiel in die Hand genommen haben und hier ganz, ganz stark auf den Ausgleich drängen. Aber Haiti ist... Here's a Kenyan flag. Good save. Paraguay with a chance and another good save. Indian goalkeeper's playing excellent today, but another powerful shot. Große Chance vergeben. Das ist ein Treffer für Haiti, 3-1 für Haiti. Damit geht es in die Pause. Wir sind gleich wieder zurück. So, wir sind wieder zurück hier. Zweite Spielhälfte Kolumbien gegen Haiti. 3-1 für Haiti nach der ersten Spielhälfte. Hier beim Women's Cup in Rio de Janeiro, beim Homeless World Cup. Well done, Paraguay. Haiti zum ersten Mal dabei. Oh, knapp drüber. Große Chance vergeben. Es ist ja noch alles drinnen. Also die Begegnung ist noch nicht zu Ende. 7 Minuten haben sie noch Zeit. Die Südamerikanerinnen. Ja, guter Trick. Und es führt zum Tor. Schön herausgespielt. Den Ball zirkulieren lassen und dann kurz entschlossen abgeschlossen. Das heißt 3-2. Hochspannung hier jetzt am Pitch One an der Copacabana. Aber hier schon wieder die Mädchen aus Haiti. Die jetzt die Chance eines Penaltys kriegen, um mit 4-2 davon zu ziehen. Und sie nützen sie. 4-2 für Haiti. Colombia 2. You're watching the last games of the Homeless World Cup 2010. Campeonato Mundial de Futebol Social. Jetzt hat sich die Torhüterin von Kolumbien verletzt. Hoffentlich nichts Ernsteres. Nur sie hat einen Tritt gegen den Knöchel bekommen und windet sich da vor Schmerzen.
Das schaut wirklich nicht gut aus. Das schaut nicht gut aus. Looks like there's a small injury across on the first pitch. I think it's a Colombian player taking a small knock. I'm sure they'll be okay. Also sie wird nicht weiterspielen können, so wie es aussieht. She'll be fine. Back in action tomorrow, I'm sure. 4-2 führen die Mädchen aus Haiti. A slightly different story is Paraguay with 7 goals. Es ist heute der zweite Spieltag hier beim Homeless World Cup. Es geht ja weiter bis zum Sonntag. Am Sonntag werden dann die letzten Spiele ausgetragen. Alle Teams bleiben bis zum Sonntag im Bewerb. Es ist ja Prinzip des Homeless World Cups, dass keine Mannschaft, kein Team ausscheidet. Es geht um Fußball und soziale Integration. Und die Botschaft drängt immer weiter vor, verbreitet sich immer weiter um die ganze Welt. Während die Spielerin von Kolumbien noch verarztet wird am Spielfeldrand, wird es hier schon langsam dämmerig an der Copacabana. 5 Stunden ist der Zeitunterschied, also es ist jetzt 5:30. So, die Ersatztorhüterin hat den Platz betreten, es kann weitergehen mit einem Eckball für Haiti. Ein paar Minuten noch zu spielen. Cross on the far side, Haiti 4, Colombia 2. Weiterhin 4-2. Treffer zählt nicht. But India have given a fantastic account of themselves so far. It's been a good game. Paraguay, a very strong team. Referee gave a call for handball. A bit harsh. Ja, es ist ein Penalty jetzt für Kolumbien und damit haben die Südamerikanerinnen die Chance heranzuziehen. Und sie nützen sie, 4-3. Sollte die Begegnung unentschieden ausgehen, dann gibt es ein Penaltyschießen. In diesem Fall bekommen beide Teams zunächst einen Punkt für das Unentschieden und der Sieger des Penaltyschießens bekommt dann letztendlich 3 Punkte zugesprochen in der Tabelle. Vier zu drei führt hier Haiti gegen Kolumbien. Bringing you all the big games. I think they're going to start. Beide Teams wurden ja so von Straßenkinder Projekten entsandt. And football wise. Aus Port-au-Prince und Bogota. 4-3. Und das war ein herrlicher Treffer. Sie hat sich durchgedankt. 5-3. Das dürfte die Entscheidung für Haiti gewesen sein. 5-3 for Haiti. Looks like a good game unfolding, but it must be in the closing minutes now of that one. Can Colombia come back? Over the pitch. 10 goals for Paraguay. Still 1 for India, but India's still trying. The referees spotted an infringement.
Elegant gemacht, durch die Beine. Das war die Entscheidung. 6:3 für Haiti. Damit werden dann beide Teams bei 6 Punkten halten.